Das Besondere am Trollbite Chimera Sensorhalter ist die Verschmelzung zweier unterschiedlicher hochpolymerer Kunststoffe. Das Resultat ist ein Halter mit steifem Arm und einer weichen Halteklaue. Der steife Arm garantiert eine präzise Platzierung des Sensors im Mund des Patienten. Die weichere Klaue ermöglicht eine genaue Anpassung an die Größe des Sensors und reduziert das Risiko einer Beschädigung des Sensorschutzbeutels. Der mit einem Farbcode versehene Zielring rastet an der dafür vorgesehenen Stelle des Armes ein und kann dann vor- und zurückgeschoben werden. Während der Untersuchung benutzen wir den Trollbag, einen latexfreien Sensorschutzbeutel. Er ist extrem weich, dünn und ohne scharfe Kanten. Der rote Trollbite Chimera Halter ist für horizontale Bissflügelaufnahmen. Lassen Sie den Sensor ganz in den Trollbag Sensorschutzbeutel hineingleiten, sodass er fest am Ende sitzt. Ziehen Sie dann den Beutel am Kabel entlang. Die Klaue des Halters ist sehr flexibel und kann nachjustiert werden, damit der Sensor perfekten Halt bekommt. Für die Bissflügelaufnahme schieben Sie den Sensor bis zur Mitte in die Klaue. Führen Sie das Kabel am Arm des Halters entlang. Der Zielring besitzt farbkodierte Punkte, die die Stelle kennzeichnen, an der der jeweilige Halter entsprechend der Sensorposition eingeschoben werden muss. Der rote Punkt ist für die Bissflügelposition. Schieben Sie den Ring, bis er fest einrastet. Der Ring lässt sich auf dem Arm vor- und zurückschieben. Wir empfehlen, ihn so nah wie möglich an den Sensor heranzuschieben. Danach ist alles bereit zur Bissflügelaufnahme. Platzieren Sie den Sensor in einem 45-Grad-Winkel zur Zunge. Dann drehen und drücken Sie ihn bis zur Mitte hin. Bitten Sie den Patienten, den Mund behutsam zu schließen. Richten Sie den Tubus nach dem Zielring aus und machen Sie eine Aufnahme. Bewegen Sie den Halter für die Prämolarposition nach vorne und bitten Sie den Patienten, behutsam den Mund zu schließen. Drehen Sie den Halter für die andere Seite einfach um und führen Sie dasselbe Prozedere durch. 45 Grad Winkel, dann drehen und drücken. Richten Sie den Tubus nach dem Zielring aus und machen Sie eine Aufnahme. Schieben Sie den Halter für die prämolare Position nach vorne, schließen und aufnehmen. Nun haben Sie alle vier Bissflügelaufnahmen gemacht, ohne dass Sie Änderungen am Halter vornehmen mussten. Für PA-Aufnahmen im Molarbereich nehmen Sie den gelben Trollbite Chimera Halter. Drücken Sie den Sensor nur halb in die Klaue. So nutzen Sie das gesamte Bildvolumen des Sensors. Führen Sie das Kabel entlang des Halterarmes. Die gelben Punkte geben die Position für die Molaraufnahmen oben und unten an. Rasten Sie den Ring für die Aufnahmen der oberen Backenzähne ein. Platzieren Sie den Sensor in einem 45-Grad-Winkel zur Zunge. Dann drehen und drücken Sie ihn bis zur Mitte hin und bitten den Patienten, den Mund zu schließen. Richten Sie den Tubus an dem Zielring aus und machen Sie eine Aufnahme. Für die gegenüberliegende untere Seite den Halter umdrehen. Richten Sie den Tubus aus und machen Sie eine Aufnahme. Mit dieser Haltereinstellung decken Sie die obere rechte Seite 1 und 2 und die untere linke Seite 3 und 4 ab. Schieben Sie den Sensor heraus und stecken Sie ihn auf der gegenüberliegenden Seite wieder ein. Schieben Sie den Sensor auch hier nur halb in die Klaue. Wechseln Sie den Ring auf die gegenüberliegende Seite und Sie können die obere linke und untere rechte Seite aufnehmen. Zusätzlich zu den hinteren PA-Aufnahmen können Sie den Halter auch für Bissflügelaufnahmen mit waagerechtem Sensor benutzen. Dazu schieben Sie den Sensor bis zur Mitte der Klaue in die Bissflügelposition und rasten den Zielring ebenfalls in der Bissflügelposition ein. Jetzt können Sie 1, 2, 3 oder 4 Bissflügelaufnahmen machen. Sie erhalten so alle 12 hinteren Bissflügelpositionen mit nur einem Halter. Für die PA-Aufnahmen der Schneidezähne benutzen Sie den blauen Trollbite Chimera Halter. Zum blauen Trollbite Chimera Halter gehört ein extra Bissblock, der sich auf die Bissfläche des Halters aufschieben lässt. Hierfür hat der Block einen Schlitz an der vorderen Seite. Das seitliche Loch fasst in die Richtpinne. Schieben Sie den Bissblock von der Seite flach in Richtung der Klaue, bis er festsitzt. Drücken Sie den Sensor nur halb in die Klaue. So nutzen Sie den größtmöglichen Teil des aktiven Bereichs des Sensors. Führen Sie das Kabel am Halter entlang. Auf dem Zielring markieren die blauen Punkte die Position des Halters für Aufnahmen der Schneidezähne oben und unten. Rasten Sie den Ring ein und Sie sind bereit für Aufnahmen der oberen Schneidezähne. Schieben Sie den Sensor so weit wie möglich in den Mund des Patienten. Der Bissblock sitzt auf dem Rand der oberen Schneidezähne ab und gibt so dem Halter genügend Halt. Richten Sie den Tubus aus und machen Sie die Aufnahme. Für die unteren Schneidezähne drehen Sie den Halter ohne Veränderungen vorzunehmen um 180 Grad. Platzieren Sie den Sensor so, dass sich der Bissblock am Rand der unteren Schneidezähne absitzt. Bitten Sie den Patienten, den Mund zu schließen. Richten Sie den Tubus aus und machen Sie die Aufnahme.
Der blaue Halter kann ebenfalls für Bissflügelaufnahmen mit senkrechtem Sensor verwendet werden. Entfernen Sie den Bissblock. Nehmen Sie den Sensor und schieben ihn bis zur Mitte in die Klaue. Stecken Sie den Ring mit der Bissflügelposition auf den Halter und Sie können nun Bissflügelaufnahmen mit senkrechtem Sensor machen. Führen Sie den Halter in einem 45-Grad-Winkel zur Zunge ein. Platzieren Sie den Sensor, dann drehen und zur Mitte drücken. Bitten Sie den Patienten, den Mund vorsichtig zu schließen. Richten Sie den Tubus aus und machen Sie die Aufnahme. Mit diesem Halter bekommen Sie nicht nur alle 6 Aufnahmen im Frontbereich, sondern auch die gesamten Bissflügelaufnahmen mit senkrechtem Sensor. Um ausgezeichnete Röntgenaufnahmen zu machen, beachten Sie bitte, platzieren Sie den Sensor dort, wo Sie den meisten Platz haben, normalerweise im Bereich des mittleren Gaumens. Der Trollbite Chimera gibt Ihnen den Winkel und die Position des Sensors. Wie Sie diese Informationen gebrauchen, um perfekte Aufnahmen zu machen, liegt an Ihnen als geschickter Zahnarzt.